Hey, ich sehe nichts. Was soll denn das? Jetzt mach doch mal hoch. Wie soll ich denn so... Jetzt mach doch mal hoch. Ja? Wärst du bitte los? Mach ich ja. Da steht ein Bagger im Garten. Da steht ein Bagger im Garten. Na sowas. Ehrlich? Warst du das? Ja, das war dann wohl ich. Darf ich ihn behalten? Er ist zu groß. Mhm. Und zu gelb. Wir könnten ihn aber in einer anderen Farbe streichen. Nur zu groß. Zu groß? Und er gehört uns nicht. Na schön. Ich werde ihn heute Nacht zurückstellen. Wir bringen ihn jetzt zurück. Moment. Dann sehen die mich doch. Und dann sind die bestimmt sauer auf mich. Nicht, wenn du dich anständig bei ihnen entschuldigst. Oh. Und was ist die zweite Möglichkeit? Es gibt keine zweite Möglichkeit. Ich meine, gut. Ich hätte auch einen Kran nehmen können. Der wäre viel größer gewesen. Hab ich aber nicht. Ich hab nur einen kleinen Bagger genommen. Das merkt doch keiner. Und du glaubst, das sehen alle so? Naja, da wo ich herkomme schon. Ah, okay. Wusstest du eigentlich, dass... Pass mal auf. Wahnsinn, oder? Ja, schon gut. Das heißt, wir können den Bagger behalten? Man darf nicht einfach Sachen behalten, die einem nicht gehören. Man darf nicht einfach Sachen behalten, die einem nicht gehören. Man darf nicht einfach... Gehört das auch dir? Ja. Dann ist ja gut. Kann man nichts machen. Wir wollten den Bagger zurückbringen und uns entschuldigen. So entschuldigt man sich doch nicht. Da, wo ich herkomme, schon. Da sagt man kapok. Und dann bekommt man ein Geschenk. Ja, aber hier gibt man sich die Hand und sagt Entschuldigung. Guck mal, das wäre doch das richtige Geschenk, wenn ich mich entschuldige. Unsinn. Jetzt guck doch mal, wie er sich freut, dass der Bagger wieder da ist. Das ist doch ein Geschenk. Irgendwie. Das soll Freude sein? Da, wo ich herkomme, schon. Entschuldigung. Und genau da habe ich auf einmal gemerkt, wie gut
das tut, wenn man sich entschuldigt. Und weißt du, bei wem ich mich auch mal so richtig entschuldigen könnte? Bei unserer Feuerwehr, weil ich ihren Löschwagen heimlich weggenommen habe. Was? Was? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich könnte es ja machen und mich dann anständig dafür entschuldigen. Vergiss es. Dann vielleicht bei unserem Schrank.